Liebe Kinder, liebe Jugendliche, ihr zu Hause, die heute mitfeiert am Sonntag, auch viele von euch krank und im Bett. Das war ein langes Evangelium, nicht? Es geht auch nicht um ein Wunder, sondern es geht um zwei Wunder. Da ist Jesus, die Leute drängen sich um ihn herum. Ich erzähle euch das kurz, was ich vorgelesen habe. Die Leute drängen sich um ihn herum. Und dann kommt ein Synagogenvorsteher, Jairus, und seine Tochter ist sehr krank. Könnt ihr euch das vorstellen, wie die Mama oder der Papa bei euch entsetzt werden, wenn ihr sehr krank seid? Auch Kinder können krank werden. Und dieses Mädchen, die war sehr krank. Und dieser Synagogenvorsteher kommt zu Jesus und sagt, bitte komm, ja, du hast schon so viel Gutes getan, Wunder werden von dir erzählt. Komm, meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus macht sich auf den Weg. Und dann, wie er unterwegs ist, da kommt was anderes, eine Frau. Und da müssen wir einiges dazu wissen, auch die Erwachsenen wissen das oft nicht, aber Blut ist in der Bibel und nicht nur bei Goethe, Faust, ein besonderer Saft. Vielleicht sogar der besonderste Saft, nicht? Weil im Blut sitzt das Leben. Im Blut sitzt der Atem Gottes, die Nefesh Hayah, heißt es in der Bibel. In das Blut hat er das Leben eingehaucht. Ja? Im Blut sitzt das Leben. Ich glaube, ich kann das hier auch sagen, auch wenn Kinder da sind. Aber eine Frau, die Kinder empfangen kann, die hat einmal im Monat Blutungen. Und wenn kein Blut kommt, dann sitzt ein Kind in ihrem Bauch. Das haben Sie schon erlebt, nicht? Jeder von euch, der Mutter ist, nicht? Also im Blut sitzt das Leben. Ja? Ihr werdet das schon noch in der Schule lernen, wie das geht. Ja? Aber im Blut sitzt das Leben. Und deshalb ist das Blut in der Bibel etwas ganz Heiliges. Es ist sakrosankt. Wer Blut berührt, der berührt Göttliches. Der muss sich reinigen. Die Juden haben das immer so gemacht, man muss sich waschen. Da haben wir eine Frau heute, die hat ein Problem, die hat dauernd Blutungen. Das heißt, sie ist dauernd unrein. Das heißt, sie ist dauernd auch ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Das muss man wissen, um die Dramatik zu verstehen. Denn Jesus ist da unterwegs und diese Frau drängt sich an Jesus heran. Die anderen wissen, das ist eine unreine Frau, die hat ja Blutungen und die darf das nicht den Rabbi Jesus berühren. Aber sie drängt sich an ihn heran und sie schafft es, den Saum seines Gewandes. Also Jesus hat so ein langes Gewand an, darum haben wir Priester ja auch so lange Gewänder an, damit wir ein bisschen Jesus-like ausschauen, weil wir Jesus ja im Sakrament verkörpern bei der Heiligen Messe. Also da drängt sie sich heran und berührt den Saum seines Gewandes. Und was geschieht? Sie wird geheilt. Gut, ich habe gesagt, ich predige heute kurz. Was lernen wir davon? Was machen beide? Was macht der Jairus? Da geht Jesus dann am Schluss hin und macht die Tochter wieder lebendig. Okay, also zwei Wunder, die blutflüssige Frau wird geheilt, die Tochter wird wieder auferweckt. Was machen beide? Sie drängen sich an Jesus heran. Meine Frage an euch heute, weil ich möchte euch ja nicht einfach da nur zu Hause sitzen haben, am Sonntag in der Hitze und vielleicht brutzelt in der Küche schon das Essen und so weiter. Und jetzt schauen wir uns die Mittagsmesse von Pater Karl an und so weiter. Und laut hat er geredet. Ich möchte immer, dass ihr was lernt. Meine Frage ist, drängt ihr euch an Jesus heran? Drängt ihr euch an Jesus heran? Dieser Synagogenvorsteher. Der geht durch alle Leute durch. Wir lesen in anderen Gleichnissen, da schlagen sie sogar das Dach ein, um einen Gelähmten runterzulassen. Damit sie, drängt ihr euch an Jesus ran? Oder glaubt ihr, schafft das Leben selber? Das ist doch unsere Grundheresie, die wir drinnen haben. Wir schaffen das selber. Wir brauchen keinen Gott, wir brauchen Jesus nicht. Und in die Kirche gehen wir nur, eigentlich müsste sich der Pfarrer, ich habe darüber ja schon sehr oft gespottet bei der Kindermesse, der Pfarrer oder am besten gleich der liebe Gott, bei uns bedanken, dass wir noch katholisch sind, dass wir noch in die Kirche gehen. Aber wir gehen nicht in die Kirche, um dem lieben Gott einen Gefallen zu machen, sondern Gott möchte, dass wir in die Kirche kommen, weil er uns einen Gefallen machen möchte, weil er uns etwas schenken möchte. Wir sollen uns an ihn herandrängen, damit er uns etwas geben kann. Und wenn wir uns nicht herandrängen, wird er auch nichts tun.
Das ist wirklich ein Problem. Das Sterben des Bittgebetes in der heutigen Kirche. Diese langweiligen Fürbitten, die politisch korrekte Ansagen oft sind und wo gar nichts drinnen ist von dem, was den Jairus bewegt hat oder die blutflüssige Frau in ihrer Lebensnot, die sich da eben jetzt durchdrängt und zu Jesus kommt. Das ist doch unser Problem in der Kirche, dass wir nichts mehr von Gott erwarten. Wir sind eine gnadenlose und gottlose Na, Kirche will ich nicht sagen, weil die Kirche ist immer heilig. Ja? Aber es stimmt in unserer Spiritualität nicht. Wir haben nicht die Spiritualität, die diese Menschen gehabt haben. Ein Jairus, der seine Tochter schreit jetzt eben. Die blutflüssige Frau, die sich heranträgt. Und zum Schluss noch sind da zwei Arten. Drum ist das verschachtelt. Hätte auch die Möglichkeit gehabt, und die Zeit drängt ja, weil um 14 Uhr ist das Musical. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Ja? Ich hätte auch die Kurzfassung nehmen können. Dann wäre die blutflüssige Frau nicht drangekommen. Da wäre nur die Heilung der Tochter des Jairus dran. Ich habe die lange Fassung genommen, weil es gibt nur zwei Arten des Drängens. Jairus drängt sich zu Jesus, weil es ihm um jemand anderen geht. Es ist eine Fürbitte, die er zu sagen hat. Er bittet für jemand anderen. Er bittet für seine Tochter. Natürlich liebt er sie, natürlich ist er mit ihr verbunden. Drängt euch an Jesus, wenn ihr irgendwo was mitbekommt. Da ist jemand in Not, da ist jemand krank, da hat jemand psychische Depressionen, da läuft etwas völlig schief, seit ich dieses Interview gesehen habe. Es kann auch Politik sein. Seit ich dieses Interview gesehen habe oder dieses Gespräch zwischen den beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, bin ich in Panik, weil ich die Diktatoren erlebe in China, in Indien, die weltweit Putin und so weiter. Ja? Und die Führer der freien Welt haben solche Alternativen. Da dränge ich mich auch zu Jesus und sage, lieber Gott, so kann es doch nicht weitergehen in unseren westlichen Demokratien. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen politisch jetzt eben werde. Ja, aber ich wähle ja eh nicht mit bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, weil diese Alternativen sind grauenhaft, liebe Schwestern und Brüder. Aber das muss uns im Herzen bewegen, für jemand anderen beten wie der Jairus. Und ist das verboten, dass man für sich selber betet? Das ist das Zweite. Die blutflüssige Frau, die hat nur die Bitte für sich selbst. Die ist ausgeschlossen. Wenn man bemerkt hätte, dass sich die da irgendwie durchschummelt unter die Füße da in dem Gewurks von den Leuten und so weiter, da drängt sie sich an ihr. Da gelingt sie gerade so ein bisschen von der Spitze von Jesus. In Magdala ist das wunderbar dargestellt. Das zu erwischen, ja, für sich selber. Und dann heißt es, eine Kraft ging von ihm aus. Es heißt auch, dass dann die Leute lachten, als Jesus sagt, deine Tochter lebt. Die Leute können das heute in dieser westlichen Welt, in dieser materialistischen Welt nicht mehr akzeptieren, dass Gott eine Wirklichkeit ist. Das ist aber das Wesen des Christentums, dass wir die Truppe sind, die Gott in die Welt geschickt hat, damit er durch uns, in der Kirche wirken kann. Aber nur dann, wenn ihr euch, noch einmal meine Gewissenserforschung an euch, wenn ihr euch an Jesus herandrängt, um für andere zu bitten. Und ihr dürft es auch für euch selbst tun. Amen. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie mit uns verbunden.